Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zocken wir PC Building Simulator. Das ist halt ein Spiel, wo man in so einem Workshop ist und sich hier selber PCs bauen kann. Klingt jetzt erst so ein bisschen langweilig, aber es ist mega interessant, weil man hier sieht, wie die ganzen PCs, wie man die zusammenbauen kann und die verschiedenen Teile von verschiedenen Marken. Es ist sehr, sehr interessant, finde ich. Und ja, dann starten wir auch gleich mal rein. Ich hatte heute vor, einen PC zu bauen, einen AMD Ryzen, AMD Radeon PC. Also ein PC mit AMD Ryzen Prozessor und Radeon Grafikkarte, also ein purer AMD PC, könnte man sagen. Wir fangen gleich mal an. Ich würde sagen, wir nehmen als Gehäuse ein sehr bekanntes, nämlich das Lianli U11 Dynamic oder das U11 Dynamic. Ein sehr cooles Gehäuse, auch mit einer Glasfront. Wir können hier mal gucken, was wir hier nehmen. Was sieht denn hier am besten aus? Ich würde sagen, das X11 für die Wasserkühlung, die da rein gebaut werden soll. Ich würde sagen, das U11 Dynamic XLX sieht ganz schön aus. Nicht so unfassbar schwarz, aber also nicht so ganz dunkel. Da kann man hier noch ein bisschen mehr sehen. Das ist ein bisschen gräulicher. Naja, macht auch nicht so viel Unterschied. So, dann bauen wir das hier mal alles auseinander. Dann fangen wir auch gleich mal an. Ich entferne hier schon mal alles. Und als erstes suchen wir uns, glaube ich, das Motherboard oder die Hauptplatine aus. Dort würde ich für AMD-Prozessoren, für AMD Ryzen-Prozessoren auf mit dem AM4-Sockel X570 ein X570-Board nehmen. Ich bin mir nicht sicher, was wir für eins nehmen werden. Ich will ein richtig fettes nehmen. Was aber auch gut reinpasst hier in das in den Build. Ich würde sagen, das Gaming Pro Carbon sieht ganz gut aus. Ich glaube, die MSI Boards nehme ich mal. MSI X570. So, dann können wir hier, ich würde sagen, wir nehmen die Qual der Wahl, könnte man sagen. Ich glaube, wir nehmen das Godlike. Das ist so ein absolutes, ja, richtig krasses Mainboard. Das bauen wir hier schon mal ein. Und wenn man, das ist jetzt leider nicht so krass realistisch gemacht, weil normalerweise baut man das Mainboard, den RAM und die M.2 SSDs erstmal so zusammen und baut dann alles zusammen in das Gehäuse rein. Hier ist das nicht so gemacht. Ich weiß gerade nicht so genau warum. Aber ja. Damit installieren wir den Prozessor drin, das ist natürlich kein geringerer als der AMD Ryzen 9 5950X 16 Kerne, 32 Threads, 4,9 GHz Boost-Takt, aber nicht auf allen Kernen. Ich weiß jetzt nicht, was der All-Core-Turbo ist, aber der ist schon einer der brachialsten Prozessoren, die es auf dem Markt gibt. Übrigens ist es keine Werbung, also ich finde halt einfach nur, ja, ich finde alle Marken eigentlich ganz cool und die haben alle ihre guten Produkten und ihre schlechten Produkte, würde ich mal so sagen. Also es ist hier überhaupt keine Werbung oder sowas. Meine Güte, warum sollte es auch eine Werbung sein? Es ist ein kleiner Kanal. Dann nehmen wir hier mal wir Custom Wasser kühlen, die das jetzt, also wir bauen sozusagen keine normale Luftkühlung, sondern ganz normalen Lüfter. Ich kann ja nochmal zeigen, Prozessorkühlung, halt sowas hier mit Kühlfin, sondern ein richtig eine Wasserkühlung, wo sozusagen mit so Kupferblöcken halt die CPUs halt durch Flüssigkeit die Hitze genommen wird und das wieder durch einen Radiator ausgegeben wird. Ich nehme immer ganz gerne hier. Oh, es gibt sogar neue. Das sieht auch extrem stylisch aus, aber ich habe das Gefühl, das passt nicht so gut hier rein. Da muss ich sagen, wir nehmen hier den EKGB EK Supremacy EURGB. Nice, der sieht auch schön aus. Dann machen wir schon mal alle Speicherclips auf und knallen hier schon mal, ich würde sagen, 128 GB. Komm, wir gönnen uns mal was. Es gab hier diesen schönen RAM, den 3000. Es gibt leider nur diesen Trident Z nun 3200, aber bei AMD Ryzen liegt der Sweet Spot bei 3600 MHz. Dann nehmen wir den HyperX Fury mit 3600 MHz, würde ich sagen. Ja, nice. Dann als nächstes bauen wir schon mal den Speicherbehälter von der Wasserkühlung rein. Also das ist sozusagen eine Kombination aus Speicherbehälter, also Ausgleichsbehälter von der
Kühlflüssigkeit und da ist auch noch unten eine Pumpe eingebaut. Den bauen wir jetzt hier unten rein. Als nächstes würde ich sagen, bauen wir die M.2 SSDs rein. Das sind so kleine SSD-Karten, die extrem schnell sein können, die auch bei PCIe angebunden sind. Festplatte, wir nehmen mal zwei. Warte mal. Ich glaube. Problem ist halt, wir können keine fetten SSDs nehmen, die so hoch sind. Das nehmen wir mir die Adata XPG. Ordentlich viel M.2 Speicher. Nice. So. Okay, cool. Dann als nächstes nehmen wir als Grafikkarte nehmen wir natürlich eine AMD Radeon AX 6900 XT 16 GB GDDR6 Grafikspeicher. Die, glaube ich, das ist die beste GPU, die es aktuell von AMD auf dem Markt gibt. Die 3090 ist in manchen Spielen immer noch stärker und hat auch 25 GB GDDR6X Speicher. Trotzdem ist das eine ordentliche Ansage, könnte man sagen. Und ja, dann nehmen wir hier die 6900 XT. Ich finde die gerade nicht. Die 6900 XT, hier ist sie. Und hier, wenn mich nichts irrt, kann man hier sogar die Grafikkarte vertikal einbauen, was nochmal ordentlich was hermacht, würde ich sagen. Sieht so aus, als ob das hier nicht so recht funktionieren will, oder? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Warte mal, kann man... Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ist das noch ein bisschen hier... Das ist so halb. Warte mal, ich teste mal eine andere, eine kleinere Grafikkarte. Nehmen wir mal die erstbeste, die Vega. Kann man die hier vertikal einbauen? Warum kann ich hier keine vertikal einbauen? Das ist sehr, sehr komisch. Medium 7. Okay, dann habe ich einfach mal eine 1080. Das geht... Warte mal kurz, ich nehme mal eine 2-Slot, eine kleinere GPU. Warum geht das? Ja, warte mal kurz. Okay, das ist sehr komisch. Ich muss da gleich nochmal gucken. Wir machen am besten erstmal weiter mit den Radiatoren. Dadurch wird das Wasser sozusagen im Kreislauf gekühlt. Ich würde sagen, mit dem EKWB EK Coolstream. Problem ist halt, das passt hier nicht rein wegen dem einen Behälter. Dann nehmen wir am besten den hier. Und ich glaube, ich muss das hier wieder reinschieben. Das ist für die Lüfter gedacht. Yep. Genau. Dann bauen wir hier den Radiator rein. Und dann noch den zweiten Radiator mit 360 mm oben in die Front. Nicht in die Front, nach oben. Wenn das hier mal funktionieren will. Warte mal, also ich muss ihn noch auswählen. So. Okay, alles klar. Dann, ich bin mir nicht sicher, ob ich das vergessen habe. Ich muss mal gucken. Doch, da war Wärmeleitpaste drauf. Ich habe nur vergessen, dass ich da welche drauf gemacht habe. Egal. Okay, cool. Dann kommen wir. Das können wir als nächstes einbauen. Ich würde sagen, jetzt muss halt nur noch, glaube ich, die Grafikkarte rein, wenn mich nicht allzu. Wir können auch Lüfter einbauen, bevor wir zu Graka kommen. Lüfter. Ich glaube, dann wir so einen kleinen abgerundeten Look haben. Die EKWB hier, die passt noch ganz gut rein, hier in den ganzen Look. Hier passt leider keiner mehr hin. Ich glaube, man könnte es auch noch so machen. Viele Leute machen das so, dass die bei dem Gehäuse hier noch einen Radiator hinbauen und dann die Speicherbehälter davor schrauben. Das geht allerdings nicht. Das liegt an der Programmierung des Spiels, wenn mich nicht alles irrt. So. Komischerweise will das Ding hier nicht. Ich weiß auch nicht warum. Kann man hier noch andere, kleinere, was gültige BUs? Ich habe das Gefühl, dass es ein komischer Bug ist, oder? Ja, das sieht so aus, okay. Ich kann mal kurz gucken. Ich versuch's einfach nochmal. Gibt's hier noch eine noch kleinere? Okay, die ist vielleicht nicht klein, aber ich brauche halt irgendeine. Die wollen wir alle nicht. Egal. So. Kann auch sein, dass ich erstmal hier alle PCIe-Sachen ausbauen kann, damit ich die Expansion einbauen kann. Kann das sein?
Ja, ich probiere es einfach mal. So, die 6900 XT wollte ich. Okay. Komisch, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß es leider auch nicht, tut mir sehr leid, das wäre natürlich geil für die Optik gewesen. Die ist so hoch, ne? Die ist, ja, egal. Ich baue jetzt einfach so ganz normal ein. Sieht auch nice aus, würde ich sagen, aber es wäre halt schon cool, wenn wir diesen beleuchteten Wasserblock sehen können. Das wäre nämlich mega cool gewesen. Dann baue ich wieder die unnötigen PCI-Slots wieder rein. Oh Gott, das dauert ein bisschen. So. Okay, cool. Dann als nächstes würde ich sagen, bauen wir das Netzteil ein. Das habe ich natürlich noch ganz vergessen. Als Netzteil würde ich mal, gibt es hier, es gibt leider keine Required-Netzteile, dann nehmen wir einfach Coase, die sind auch ganz gut. Sagen, dass wir genug Saft haben. HX1000 würde ich nehmen. Das sollte auch hinten. Hier baut man die das Netzteil tatsächlich hinten ein. Ganz lustig. Und jetzt würde ich sagen, wir machen so einen schönen roten PC, würde ich sagen. Als erstes machen wir die Wasserkühlung mit den ganzen Rohren. So. Rohre. Hier sind die Rohre. Dann nehmen wir rote Rohre, würde ich sagen. Und verbinden das dann hier. Da kann man hier jetzt noch sagen, das sind halt jetzt feste Rohre aus dem Kunststoff. Normalerweise müsste man das halt vorher schon irgendwie mit so einem Heißluftföhn vorbiegen. Das muss man in dem Simulator jetzt hier nicht machen. Ja. So. Okay. Das mache ich hier noch. Okay, das sieht jetzt nicht so toll aus. Ich habe schon bessere Wasserkühlungen gemacht. Dann schließen wir noch die Kabel an. Nicht mit den Standardgraukabeln, mit den standardgrauen Kabeln. Das wollte ich hier gerade nicht machen. Dann nehmen wir rote Kabel. Natürlich. So. Alles verbinden. Die Grafikkarte ist sehr, sehr, ja, powerhungrig, könnte man sagen. Aber die leistet auch ordentlich was. Ups, das war der Einschaltknopf. Ja, und ich will auch nochmal hier sagen, dieses Spiel, ja, ist auf keinen Fall die Wirklichkeit. Ich habe selber einen PC zusammengebaut. Und es ist halt, ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Schritte. Das sieht halt eher nicht so schön aus, muss ich sagen, leider. es gab auch schon mal einen PC, wo ich das besser gemacht habe. Kühlmittel. Dann nehmen wir mal hier das rot-transparent UV. Das sieht immer am schönsten aus, finde ich. Und wir haben es tatsächlich richtig rum gemacht. Wenigstens etwas, was richtig gelaufen ist in diesem Bild, weil man sieht ja hier, ja, die Kassenwasserkühlung ist mir überhaupt nicht gelungen. Ich kann euch gleich noch was anderes zeigen. Ja, dann schalte ich jetzt gleich mal den PC ein. Und dann können wir gucken, wie das hier aussieht. Das wird extrem nice aussehen, glaube ich. Obwohl das jetzt hier nicht so schön geworden ist, muss ich sagen, es ist trotzdem immer noch, es funktioniert gut und es ist ein absolutes Monster. Okay, dann können wir jetzt hier alles mal zusammenbauen. Ja. Hier die Seitenwand, die Frontblende, Deckenplatte und nochmal die Seite. Oh, ich muss erstmal das hier wegnehmen. Ja, okay. Dann können wir hier alles anschließen an den Monitor.
und Keyboard. Also Tastatur, Maus. Dann noch den. Oh Gott, leckt das gerade so. Ich weiß auch nicht, warum das so gerade laggt. Nice, alles schön in Rot. Ich muss noch was einstellen hier. Nämlich der RAM kann man auf XMP einstellen, sodass er ein bisschen automatisch ein bisschen übertaktet wird. Dann nehmen wir neu starten, dann wird jetzt sozusagen das Betriebssystem installiert. Das ist nicht Windows, Omega OS. Habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen, aber naja, egal. Und ja, hier sind wir auch schon. Und ich lasse jetzt gleich noch einen Benchmark, also sozusagen einen In-Game-Benchmark drauflaufen. Jetzt nicht auf meinem PC, auf dem PC. Und jetzt gucken, wie viele Punkte der macht. Und hier, das ist jetzt sozusagen einer meiner besten Stücke, würde ich sagen. Dieser PC ist mir am besten gelungen, glaube ich. Also einer der besten. Ich habe ja eine Vega 64 und einen AMD Ryzen 7 1800X drin. Ist also schon von der Hardware-Sache irgendwie 3 Jahre alt, aber ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Ja. So sieht er schlussendlich aus. Es sieht nicht so nice aus, leider. Habe ich mir anders erwartet, ganz ehrlich. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Benchmark. So, und während der Benchmark läuft, zeige ich euch nochmal wirklich einer meiner besten Prachtstücke hier. Das ist hier, ja, glaube ich, so denn mein bester PC, den ich jemals gebaut habe. Oder halt von der Optik her, da ist ein Intel Core i9 9980XE drin. Auch ein Monster für 18 Kerner. Und ja, sehr viel RAM und 2280 Ti's, die genauen Specs hier. Yep, das ist ordentlich viel RAM. 256 GB, glaube ich. Und 2 EVGA Watercool 2080 Ti's und noch ein EVGA Motherboard. So ein bisschen EVGA-themed Build, könnte man sagen. Ja, was läuft ab mit dem Benchmark? Und hier ist der Benchmark auch schon fertig. Wir haben 16.000 Punkte. Sehr, auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss man sagen. Es gibt aber noch andere PCs, die auf jeden Fall besser performen. Ja, hier auch die Beleuchtung ist halt schon geil, muss ich sagen. Aber irgendwie leckt das beim Case ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es am Case. Ich weiß es gerade nicht. Wir können nochmal die Beleuchtung alles auf Rot einstellen. Warte mal. 0 und auf 0. Einmal bitte anwenden und auf bewegungslos. Hallo? Ich habe gesagt, ich muss hier die 0 eintragen. Und nach bewegungslos. So, ja, das war's dann auch wieder von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, danke schon mal fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.